Also ich war vielleicht 10 Minuten insgesamt im OP drin und es ist echt richtig, richtig cool, dass es so schnell geht. Hello! Wie ihr sehen könnt, habe ich keine Brille mehr auf und meine Augen sind gelasert worden. Ja, jetzt sind ungefähr 2 gute Wochen vergangen und ich bin mehr als zufrieden. Und jetzt wollte ich euch mal ein bisschen erzählen, weil ich so viele Nachrichten bekommen habe, wie das Ganze abläuft, warum ich es gemacht habe, Kosten zur Voruntersuchung, dann wie die OP verlief und auch noch jetzt die 2 Wochen danach. Und genau, versuche auch alle Fragen zu beantworten, die ihr mir geschrieben habt. And let's go! Warum habe ich es machen lassen? Es war eigentlich eine super schnelle Entscheidung. Ich habe auch direkt nach der Untersuchung schon einen OP-Termin bekommen gehabt. Also es ging alles super fix. Ich glaube, die meisten kannten meine Brille. Wenn ich weggegangen bin abends, wollte ich nicht jedes Mal Kontaktlinsen reintun. Vor allem haben die meine Augen so ausgetrocknet, also ich habe irgendwie gar keine Kontaktlinsen vertragen und hatte gute Voraussetzungen. Also ich hatte -3 Dioptrien, also ich war kurzsichtig. In der Voruntersuchung wird man erstmal abgecheckt, ob man überhaupt geeignet ist zum Lasern. Weil so viele haben mir gesagt, ja, man ist doch viel zu jung zum Lasern, man darf das erst ab 30 machen. Es ist aber auch von Arzt zu Arzt unterschiedlich, wie lange man keine Veränderungen im Auge haben sollte. Bei meiner Praxis war es so, also es sollte echt 1 Jahr lang keine Veränderung da sein. Und dann konnte man das eigentlich gut machen lassen. Genau, also es werden super viele Tests gemacht, man wird über alles aufgeklärt und es kostet um die 35 Euro. Und mir wurde dann die Femtolasik-Methode empfohlen. Ganz kurz zur Beschreibung. Bei der Femtolasik-Methode wird oben vom Auge so eine runde Hornhautlamelle weggeschnitten und die wird dann hochgeklappt. Also es sieht dann aus wie eine Kontaktlinse. Das nennt sich dann Flap. Also die wird einfach zur Seite quasi gelegt, dann kommt der Laser drauf und dann wird diese Schicht wieder zurückgeklappt und so heilt auch das Auge gut. Es gibt auch noch andere Methoden, zum Beispiel die LASIK, die PRK-Methode oder die, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, Relax-Smile-Methode. Also es ist wirklich von Praxis zu Praxis unterschiedlich, da müsst ihr euch selbst am besten erkundigen. Der Unterschied zwischen der Femtolasik und der LASIK-Methode ist, dass bei der LASIK-Methode die Hornhautschicht oben komplett weggeschnitten wird und gelasert wird und die regeneriert sich dann automatisch von selbst. Also ich hatte ja die Femtolasik und da wird nämlich dieser Flap wieder oben drüber geklappt. Da gibt es auch super coole Videos auf YouTube, die ihr anschauen könnt. Da seht ihr das auch live, wie sowas gemacht wird. Ja, googelt es mal. Zum OP-Verlauf. Also ihr bekommt am Anfang erstmal so eine Lidsperre rein, damit euer Auge geöffnet wird. Ja, das ist eigentlich wie beim Kieferorthopäden, wenn ihr diese Kiefersperre reinbekommt. Das dient dazu, dass man nicht anfängt zu blinzeln, dann während man gelasert wird. Und dann bekommt man auch direkt gleich die Betäubungstropfen ins Auge. Man spürt tatsächlich gar nichts bei der OP, aber man bekommt natürlich alles mit. Und ist auch live dabei und sieht alles, was an dem Auge quasi gemacht wird. Das ist ein bisschen komisch. Und dann wird erstmal ein Gerät auf dein Auge gesetzt. Das saugt sich an dein Auge an, dann sieht man auf einmal gar nichts mehr auf dem einen Auge, also alles ist schwarz. Und dieses Gerät lasert dann quasi diese Hornhautlamelle weg, damit die dann später weggeklappt werden kann. Da kommt eben der erste Laser in den Einsatz. Und ich finde irgendwie, das war der unangenehmste Teil, als dann auch dieser Flap weggeklappt wurde, weil du siehst einfach alles, was die Ärzte machen und die kommen dann mit irgendwelchen Werkzeugen, wie beim Zahnarzt, nur auf dein Auge zu und fuchteln in deinem Auge rum. Wer schwache Nerven hat, sollte auf jeden Fall diese Beruhigungstablette nehmen, die einem am Anfang angeboten wird. Ich habe sie nicht genommen. Und dann, wenn das alles offen ist, dann wird man unter den zweiten Laser geschoben. Also dann wird man so ein paar Zentimeter rüber geschoben und dann kommt der zweite Laser drauf. Und das ist der richtige Laser, der dann wirklich deine Sehschwäche auch verbessert. Und der dauert aber wirklich nur ein paar Sekunden. 15 Sekunden hat das eine Auge gedauert und das andere circa 19. Das macht dann so ein kleines Tuckern. Und du hörst es eben, wie es gelasert wird, hast aber überhaupt keine Schmerzen. Also es tut wirklich nicht weh, null. Und riechst es aber am Ende auch ein bisschen. Das war so ein bisschen eklig, weil es einfach ein bisschen nach verbrannter Haut riecht. Und man muss die ganze Zeit auf einen leuchtenden Punkt schauen, damit sich die Pupille eben nicht bewegt und der Laser das schön alles machen kann.
Aber es ist auch kein Problem, wenn man kurz wegschaut. Das habe ich nämlich auch oft gemacht. Also da ist ein Blickverfolgungssystem mit eingebaut. Also keine Sorge, es ist nicht schlimm, wenn man mal kurz irgendwo anders hinschaut. Und dann wird einfach der Flap, wenn es fertig gelasert ist, wieder zurückgeklappt und nochmal befeuchtet. Aber das war es eigentlich auch schon. Also die OP ist wirklich so schnell vorbei. Es dauert nun vielleicht eine Minute oder sowas pro Auge. Also ich war vielleicht 10 Minuten insgesamt im OP drin. Und es ist echt richtig, richtig cool, dass es so schnell geht. Man hat überhaupt keine Schmerzen. Man spürt so ein bisschen, dass an dem Auge was gemacht wird. Was ich auch ein bisschen unangenehm fand, dann wenn der Flap zurückgeklappt wird, wird es nämlich nochmal so mit irgendwelchen Werkzeugen und Schwämmen, keine Ahnung was alles, so ein bisschen glatt gestrichen. Und da fährt er halt auch über dein komplettes Auge mal drüber. Das ist auch ein bisschen unangenehm. Ich hatte leider nach meinem zweiten Auge, wo alles fertig war, noch eine kleine Komplikation. Weil am Ende der OP wird direkt dein Auge untersucht, ob alles super ist. Und bei meinem linken Auge musste ich dann nochmal mich auf die Liege legen. Und es wurde nochmal aufgeklappt und irgendwie gespült. Und dann wieder zugeklappt. Also da wurde mir dann auch ein bisschen schlecht und mein Kreislauf ist ein bisschen zusammengebrochen, aber es ist alles gut gegangen. Wirklich, überlegt euch das gut, ob ihr diese Beruhigungstablette nehmt oder nicht. Die wird euch nämlich vorher angeboten. Ich hätte es am Ende wahrscheinlich echt genommen, weil ich beim zweiten Mal, als ich immer auf diesen roten Punkt schauen musste, ist mein Auge dann die ganze Zeit so zurückgeklappt und der Arzt kann sein so, konzentrieren Sie sich, schauen Sie auf den Punkt. Und ich so, okay, okay. War ein bisschen schwierig das zweite Mal, aber normal passiert sowas nicht, denke ich. Nach der OP konnte ich direkt eigenständig rauslaufen und mich ins Wartezimmer setzen. Man sieht zwar so ein bisschen verschwommen und milchig, aber es war okay. Und dann saß ich da im Wartezimmer und habe auf Nick gewartet. Und die Arzthelferin kam dann noch zu mir und hat mir ganzen Tropfen und so eine kleine Tüte gegeben mit ein paar Sachen, die ich brauche. Die meinte dann auch zu mir, da ist auch eine Schmerztablette drin, die ich nehmen kann, wenn ich sie brauche. Ich muss sie aber nicht nehmen. Und dann dachte ich mir, okay, im Moment ist alles noch gut. Und dann sind wir heimgefahren. Und als ich dann eine Weile im Auto saß, gingen dann plötzlich total die Schmerzen los. Und ich weiß nicht, ob das nur bei mir so war oder auch bei anderen, weil die Arzthelferin irgendwie auch gemeint hat, so ich brauche die Schmerztablette nicht nehmen, nur wenn es wirklich schlimm wird und so. Deswegen bin ich auch davon ausgegangen, dass es gar nicht so schlimm sein wird. Aber ich muss wirklich sagen, ich hatte eine Stunde lang, als dann die Tablette endlich gewirkt hat, die Schmerzen meines Lebens, also es hat sich wirklich tatsächlich so angefühlt, als würde gerade jemand dir ein Messer ins Auge rammen und dann so ein bisschen so machen. Also tut mir leid, wenn ich das jetzt so sage, aber ich denke tatsächlich, dass das bei jedem anders ist. Und manche vertragen es voll gut und manche gar nicht. Und die Stunde ist natürlich super langsam umgegangen. Es war schrecklich, wenn ich daran zurückdenke. Aber als die Schmerztablette dann gewirkt hat, wurde es wirklich immer besser und besser. Man darf dann auch, glaube ich, 5 Stunden lang die Augen nicht öffnen. Ich habe dann auch geschlafen und lag im Bett und so und habe eine Sonnenbrille getragen, weil man ist super lichtempfindlich. Und es wurde dann wirklich immer besser und besser. Am Abend hatte ich schon keine Schmerzen mehr. Durch dieses Gerät, das sich auf dein Auge setzt und sich ansaugt, hat man auch so einen leichten Bluterguss. Also bei mir war es am rechten Auge viel schlimmer als beim linken zum Beispiel. Den merkt man so ein bisschen. Also man hat so leichte Schmerzen noch, aber diese Anfangsschmerzen waren auf jeden Fall weg. Und dann hatte ich wirklich 6 Stunden lang meine Augen zu und habe meine Augen wirklich ruhen lassen. Und bin dann abends aufgewacht und habe meine Sonnenbrille abgesetzt und ich habe wirklich durchs Zimmer geschaut und ich war so baff, weil ich jetzt schon so gut sehen konnte. Und am nächsten Tag an der Nachuntersuchung hatte ich auch eine Sehstärke von 160% schon. Man kann auch eine Sehstärke von 200% haben, weil jeder mal sagt, nee, man kann auch nur 100% sehen. Aber nee, das stimmt nicht. Googelt es ruhig mal nach. Man kann auch noch 200% sehen. Wie lange man eine Sonnenbrille tragen soll, das ist jedem selbst überlassen. Das habe ich nämlich auch eine Frage bekommen. Also das müsst ihr selber entscheiden. Seid ihr noch lichtempfindlich oder nicht? Ich habe wirklich eine Woche lang danach noch mit meinem rechten Auge total die Lichtflecken gehabt, wenn ich gegens Licht geschaut habe oder gegen helle Flächen. Das war richtig komisch, aber das ist tatsächlich auch weggegangen.
Also keine Angst, jedes Auge heilt auch auf seine Art und braucht auch unterschiedlich lang. Und was ich im Internet gelesen habe, ist, dass so viele danach unter Trockenheit leiden. Und das kommt aber anscheinend auch erst nach einer Woche oder so und bei mir zum Beispiel gar nicht. Also ich bin komplett zufrieden, es ist alles perfekt, meine Augen sind nicht trocken, ich habe keine Lichtflecken mehr. Also es ist wirklich super, ich bin so dankbar, dass alles so gut geklappt hat. Und jetzt noch ganz am Ende zu den Kosten. Es ist von Arzt zu Arzt unterschiedlich, da kann ich euch jetzt leider keinen Pauschalpreis sagen. Es kommt natürlich auch darauf an, für welche Methode ihr euch entscheidet. Meine Femtolasik-Methode bei Optical Express hat 3.100 Euro gekostet. Ich habe noch 300 Euro Rabatt bekommen, weil ich durch Empfehlung gekommen bin. Und meine Krankenkasse hat aber das übernommen. Da bin ich auch so dankbar. Ich bin aber auch privat versichert. Ich weiß nicht, wie es bei einer gesetzlichen aussehen würde. Aber da könnt ihr euch erkundigen. Fragt einfach mal nach. Ich habe alle meine Werte so viel einschicken müssen, aber es hat sich tatsächlich gelohnt, weil es übernommen wurde. Und in dem Preis ist auch alles dabei, also man bekommt viele Tropfen und eben die Schmerzmittel und Nachuntersuchungen ist alles dabei. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Fragen beantworten. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt mir natürlich gerne. Ich versuche alles noch weiter zu beantworten und hoffe, dass ich euch ein bisschen motivieren kann, das machen zu lassen, weil es ist eine super Entscheidung, wenn ihr keine Lust mehr auf eure Brille habt. Ich meine, in der heutigen Zeit, es geht so schnell und easy. Okay, wirklich, es sind 5 Minuten. Klar, es kann immer was schief gehen. Und ich will euch jetzt auch nicht sagen, hey, mach das, das ist alles super, es geht nicht schief. Es sind immer Risiken dabei, natürlich. Aber bei mir hat alles gut geklappt und ich kann mit guten Erfahrungen hier rausgehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich auf weitere Fragen von euch. Bye!